ein schönes Hotel, es gibt eine Sauna. Herzlich willkommen zu Wunderschön aus den Südtiroler Alpen. Heute geht's zur Leiteralm. Heißt die so? Dieses Mal mache ich hier eher so Genusswandern mit Tagestouren, nicht mit dem Zelt. Dementsprechend ist das hier für mich ausnahmsweise mal richtig Wellness-Wandern. Hallo ihr Lieben und Servus, Grüezi und Hallo aus Südtirol. Ich bin in den nächsten 7 Tagen mit meiner Schwester hier in Südtirol. Werde die ein oder andere Tageswanderung machen und nehme euch wie immer mit. So ihr Lieben, wir sind heute in Dorf Tirol gestartet, haben die Seilbahn genommen zur Hochmutalm oder zum Gasthaus Hochmut und laufen jetzt den Weg 24 zur Leiteralm. So, da oben geht es gleich entlang und da oben ist dann die Alm und dann gibt es erstmal schön Kaiserschmarrn. Und da sind wir schon. Da haben wir also unser Ziel für heute erreicht. Jetzt gibt es eine schöne Einkehr. Und dann geht's wieder später da entlang und zurück. Wie sind wir? Okay. Und wo wollen wir hin? Wir wissen noch nicht. Eigentlich müssen wir hier hin. Nach einer kleinen Pause auf der Leiteralm geht's nun wieder zurück. Sind ein bisschen durchgefroren und müssen uns jetzt erstmal wieder warm laufen. Aber ich bin mir sicher, das kriegen wir schnell hin. Auch wenn ich dieses Mal ja eher hier Genusswandern mache und mich nachher auch schon auf mein gemütliches Bett und auf meine heiße Dusche freue, könnt ihr hier natürlich auch Fernwanderungen machen, wie zum Beispiel den Meraner Höhenweg, den wir auch gerade teilweise passieren, oder der E5, ist ja auch auf der anderen Seite. Ja, dementsprechend. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal in Südtirol wart. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Für mich ist es ja das erste Mal. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Und freue mich natürlich auf 7 Tage tolle Wanderung. Meine Schwester hier war schon ganz oft hier. Auch zur gleichen Jahreszeit. Sie hat mir auch versprochen, dass es hier noch über 20 Grad sind. Ihr seht es ja. Eher nicht so.
Ja, aber nichtsdestotrotz, also wie gesagt, wir haben ein schönes Hotel, es gibt eine Sauna, es gibt einen beheizten Außenpool, eine heiße Dusche. Dementsprechend ist das hier für mich ausnahmsweise mal richtig Wellness-Wandern. Da oben ist jetzt die Seilbahn, mit der wir vorhin gekommen sind, und jetzt steigen wir hier irgendwo weiter den Weg 24, den Mirana-Höhenweg, ab. Mal schauen, ob es so bleibt. Jetzt gerade ist hier so ein Forstweg. Es geht natürlich direkt in die Knie, aber da kann ich auch mal schön meine neuen Schuhe testen, nämlich die Columbia Konos. Bisher sind die ganz bequem. Mal schauen, wie die sich so auf härterem Boden machen. Was kann man hier Leckeres trinken? Ist lecker. We'll find you in the morning, sunlight draped across your face. Ja. You are smiling from the moment, the breath within your lungs escapes. You say someday we will wake up, and the memories will all fade. In this moment we're together, nothing can erase this day. Oh, the coffee's on the counter, and the news is banging on the door. In the midst of these distractions, it's the silence that's worth fighting for. So we turn off all the noise and embrace the warmth the earth saves. Cause in this moment we're together and nothing can erase this day. So, das war die erste Wanderung aus Südtirol. Wir sind jetzt gerade wieder zurück in Dorf Tirol angekommen, haben gerade schon was gegessen und jetzt geht's ab ins Hotel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert mich und freut euch auf das nächste Video. Bis bald!